Ja. Elden Ring geht weiter. Für diejenigen, die das YouTube-Video anschauen, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Es ist 3 Monate her. Und das heißt, ich habe keine Ahnung mehr. Ich gehe hier gnadenlos in einen Kaltstart rein. Und was gibt es Besseres, als so einen Kaltstart mit einem Boss? Geht gut los. Of gold, shadow, death, in the embrace of Mesmer's flame. Yeah. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Von vorne anfangen. Niemals. Ah, das Timing ein bisschen verpasst. Okay. Du hast 2 Wochen für den gebraucht. Das ist mein erster richtiger Versuch jetzt. Heute. Tatsächlich. Ah, der kommt ein bisschen später. Ah, ein bisschen später. Nicht der Boss, wo man eine lange Pause einlegen will. Der zappelig, der Gute. Mm. Ein Zappler, ja. Absolut. Oh, shit. Ticken früher. So spät. Okay. Zu früh. Zu früh ausgewichen. Ich bin gerade im Hinterkopf so ein bisschen am Überlegen, was ich denn sonst noch offen habe.
In the embrace of Mesmer's flame. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ey, ne? Holy Guacamole. Es gibt bestimmt noch die ein oder andere Sache, die ich machen könnte. Ich muss mal gucken, wie viel Schaden ich ihm mache. Und der weit, der Stich, spät und weit. Ich glaube aber, ich habe im DLC nichts. Doch irgendwas gibt's immer zu tun, ne? Kommt nach dem... Boah, der kommt richtig weit, dieser eine. Andere Wege, wo ich eh hin muss. Sepp hat die Videos nachgeholt. Freut mich sehr. Mist. Ja, das killt mich, glaube ich, instant, ne? Oder? Killt mich das komplett? Nee, anscheinend nicht. Aua! Zack! Stripped of the grace of gold, Shadow. Death in the embrace of Mesmer's flame. Okay, ich muss jetzt einmal ganz kurz schauen. Ich habe ja hier noch so ein paar Dinge. Flamme heile mich. Waffe des Gelehrten. Thorsten, grüß dich. Der gibt schon... Ich kenne die Lore nicht so richtig, ob die miteinander zu tun haben. Ja, so wirkt so ein bisschen, ne? Frostfett kann ich auf die Waffe nicht anwenden. Wundersame Arznei. Wie war denn nochmal... Das war die falsche Taste. Wie war denn nochmal die Fähigkeit der Waffe benutzen? Und ich trage sie auch gar nicht zweihändig. Wie trage ich denn nochmal? Jetzt habe ich sie zweihändig. Und dann... R... R2. Nee.
Ist es L? L2? L2 ist es. Okay, L2. Alles gut. Ach Mist, jetzt wollte ich gleich hauen. Rara Fei. In the embrace of Mesmer's flame. Mal ganz kurz gucken. Was hatte ich denn noch so für Waffen? Ich hatte halt das Schwert des Getreuen mit der... Das habe ich viel gespielt mit der Attacke, die da drauf ist. Mit der Duellfähigkeit. Und dann hatte ich noch die dicke Keule wegen Blutung. Hier die... Nee, die will ich jetzt nicht... Eigentlich glaube ich, hatte ich das schon... Es gibt einen Grund, warum ich dieses Schwert hier gerade ausgerüstet habe. Lag leider nach 5 Versuchen. Rarav gibt an. Wait. Jetzt hat beidhändig. Ah, Mist. Habe ich Feuerarmor eigentlich an? Ich glaube ja. Ah, dass er mich da erwischt, ist mies. Ich glaube, vielleicht ist es besser, wenn er den Griff ansetzt, dass ich nicht nach hinten ausweiche, sondern rechts oder links an ihm vorbei. Warum bin ich gierig nach diesem Schaden? Oh, come on! Macht er da immer 4 oder 5? Nee, das ist auch immer unterschiedlich, ne? Oh. Ah, wieder nicht rechtzeitig ausgewichen. Aua. Come on. Ah, ist schon wieder zu. In the embrace of Mesmer's flame. Ist das Spiel eigentlich zu laut bei euch?
Sehe ich gerade so aus dem Augenwinkel? Oder geht's? Passt, okay. Geht klar. Super. Danke. Oh, das ist echt übel. Dass ich nicht mehr so richtig einen Plan habe, ne? Was hier los ist. Ich weiß noch, dass hier unten irgendwo so Drachen sind. Waren die hier? Drachengrube Endstation, ja. Und hier ist nochmal so ein... zum Karte aufdecken. Dort war ich, da weiß ich nicht mehr, was geht. Hier war irgendwo ein Typ, der irgendwelche Sachen questmäßig von mir wollte. War das hier? Nee, hier, der da. Wobei ich glaube, die Quest habe ich mir irgendwie schon verbaut oder sowas. Dachte ich, dass da was gewesen wäre. Dann könnte man noch hier runter mal schauen. Falls ich überhaupt irgendwie da runter komme. Keine Ahnung. Eigentlich finde ich, mein Schaden ist schon okay. Nein, lass mich doch mal kurz saufen. Nicht, dass ich ihn parieren kann. Nicht, weil es nicht geht, sondern weil ich einfach nicht den Skill habe. Aber ich möchte was ausprobieren. Ich möchte kurz was ausprobieren. Gut, das hat nicht funktioniert. Also, noch nicht.
Tilo, hi. Jetzt war ich überrascht. Also drei Hits. Drei schwere Hits aus diesem Schwert. Aber ich glaube, die zweite Phase geht dann nicht klar. Früher. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Freut mich sehr. Nein! Okay, es geht schon, aber ich weiß nicht, wie ich in der zweiten Phase damit klarkomme. Ich probier's nochmal. Moment. Aber dann gibt es ja noch was, was ich machen kann. Wo steht denn das jetzt nochmal alles hier, ne? Feuer 4,5. Mehr Feuer. Der hätte sogar noch mehr Feuer. Aber weniger Gleichgewicht. Feuer. Noch mehr Gleichgewicht. Das gibt dann eine große Last, die will ich nicht. So, das heißt, wir rennen jetzt mal so rum. Ah, zu spät. Zu gierig gewesen. Zu gierig gewesen. Komm her, du Bazi. Mist. Wieder zu gierig. Ich muss zwischendurch heilen. Wenn er mich trifft, so richtig. So, wenn er mich zweimal so trifft, dann muss ich unbedingt heilen. Ah, warte mal. Mir fällt gerade was auf, was ich ja benutzen kann jetzt, vielleicht wegen Last und so. So, nee, mit dem geht's nicht, oder wie? Ich dachte, mit dem kann ich doch manche Zauber gehen. Okay, Moment. Welches ist es? Was brauche ich? So einen Zauberstab brauche ich, genau. War das immer der, den ich da benutzt hatte? Aber der gibt mir eine große Last. Dann muss ich nochmal hier dran schrauben.
Und jetzt kann ich das machen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob mir das was bringt mit dieser magischen Waffe. Jetzt war ich überfordert mit meinen Tasten. Oh, das Frostfett. Stimmt. Warte mal. Das habe ich jetzt hier unten auf der. Ich kann nicht beides machen, ne? Ich kann nicht die Waffe des Gelehrten nutzen und das Frostfett. Diese elendige Zappelei. Mist, zu früh gedrückt. Bisschen Frostfett, das nutzt sich halt jetzt super schnell ab. Also wenn Frostfett, dann in der zweiten Phase. Deswegen habe ich es, glaube ich, bisher auch nicht benutzt, weil ich das immer in der zweiten Phase benutzen wollte. Ja, 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 ist ja gut. Vorhin hätte ich ihn beinahe vielleicht in den Stunlock reintreiben können, aber hat nicht ganz gereicht. Ich mache es erstmal jetzt ohne Schnickschnack, ohne Zeug hin und her. Wie war das noch? Kann ich hier irgendwie die Iframes verlängern? Nee, ne? Hier kann ich die Iframes nicht irgendwie länger machen. Aber Springen hat hier viel mehr Iframes. Na gut, also bei der Explosion funktioniert Springen nicht. Come on.
Das muss kurz vor einem Stun gewesen sein gerade. Das muss kurz davor gewesen sein, zweimal. Zu viel Erholung gehabt zwischendurch, der Kumpel. Ah. Wenn der erste trifft, das ist so ärgerlich. Also ich glaube, das Beste ist, links an ihm auszuweichen. Ich versuche mal, nicht mehr anzuvisieren. Weil ich schon festgestellt habe, dass das Anvisieren bei manchen Gegnern... Hoppala, nee, so wollte ich es nicht. Weil ich dann nicht richtig links an ihm vorbei kann. Nee, ich muss... mir ist das zu blöd ohne Anvisieren bei manchen Sachen. Das ist mir zu hummelig. Vor allem mit der Attacke, die ich jetzt machen will, ist es einfach viel besser, wenn er anvisiert ist. Das Fenster ist zu kurz. Das Fenster ist zu kurz für meinen tollen Stagger Stunlock Angriff, der mich durch das ganze Spiel getragen hat. Nicht verzagen, mal Linia fragt, ja. Doch die Blutungswaffe. Doch nochmal die dicke Keule probieren. Was macht das hier nochmal? Hat das auch Blutung? Nee, keine passiven. Den Racheschwur halt. Aber so viel hat er jetzt hier nicht gebracht, gefühlt. Ein Tee von Mesmer. Ich glaube, diese Waffen sind halt schon auch krass. Das sind ja die, die man hier, glaube ich, gefunden hat in der Gegend. Scharlachfäule. Ansturm des Prälaten. Ich bin gerade schwer am Überlegen, welche Waffen ich noch geskillt hatte und mit welchen ich noch gespielt hatte.
Und er wird halt einer von den Gegnern sein, wenn man sie parieren kann, dann muss man sie zweimal parieren oder dreimal. Und das finde ich halt nervig. Ich könnte es natürlich auch mit einem riesigen Schild probieren, aber fühle ich gerade auch nicht so richtig. Komm, ich mach noch zwei, drei Versüchlein mit dieser Waffe. Sie wurde gehasst teilweise. Ah, so spät, diese Angriffe. Hab's immer zu eilig. Ich hab's immer zu eilig mit dem Ausweichen. Jedes Mal. Aber ich bin schon wieder voll drin. Hat gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Ach, zu spät. Ich glaube auch, dass ich immer so ein bisschen nach rechts ausweiche, liegt daran, dass ich immer ganz leicht den Stick nach rechts gedrückt habe, wenn ich nach vorne drücke. Immer so ein ganz kleines bisschen hier. Wenn ich nach vorne drücke, beim Ausweichen habe ich so einen ganz leichten Rechtsdrall. Eigentlich würde ich gerne links an ihm vorbei und nicht rechts. Ach, schon wieder zu spät. Mann, den ersten werde ich doch wohl hinkriegen, auszuweichen, ey. Lange er einfach braucht, um zuzugreifen. Es geht schon wieder los. Es macht mich schon wieder kirre. Aber das sind halt die Gegner, die richtig Bock machen und Spaß machen. Diese ewige Warterei von... Come on! Dass er mich aus der Rolle rausholen kann. Auch wieder... Doch mal leichte Rüstung probieren. Sind die Iframes mit der leichten Rüstung länger? Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich genug Zeit für meine Angriffe, für die langen. Es dauert, ich darf sie nur nicht so häufig machen. Come on. Ahnung. In the embrace of Mesmer's flame. Der geht voll klar. Der ist nicht so hart. Der ist nicht so hart. Come on. Ich muss einfach nur checken, dass er ein bisschen länger für seine verkackten Mistschläge braucht. Ist schon wieder zu früh ausgewichen. Wumm, zack. Wumm, zack. Man hat ewig Zeit zu überlegen, aber ich hämmer in Panik auf den Ausweichenknopf. Mann, 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 Mann. Bumm. Zack. Zack. Damage. Bumm.
viel zu früh. Der kommt viel später. Oh ja. Sein Grabbler ist bäh. Auch super, super, super spät. Oh, und schon wieder zu früh gedrückt. Mann, ich weiß doch, was kommt. Und ich habe zu spät gedrückt. Erstmal ausweichen üben. Oh, und wieder so ein Später. Wenn seine Waffe im Boden drin steckt, dann kommen die ganz Späten. Und wo hier die Flammen hingehen, das sehe ich halt auch einfach nicht. Ich glaube, da muss ich links auf ihn zu. Links ist immer die bessere Variante bei ihm. Oh, und wieder ein hundelanger Schlag. Nein. Man kann halt auch nicht zweimal, ne? Man kann halt auch nicht zweimal saufen. Heilt er sich eigentlich? Ich glaube, er heilt sich auch, wenn er mir Schaden macht, ne? Ich glaube, ich hatte ihn weiter unten. Mein zweiter oder dritter Versuch war bei der Schlange. Hatte ich ihn schon auf der Schlange. In der zweiten Phase. Boah, wie lang geht der denn? Oh, und schon wieder so ein langer. Über welche kann ich hier wohl drüber hüpfen? Über welche Schläge? Halt sich nicht. Zum Glück, ja. Ich probiere es jetzt doch nochmal mit der dicken Keule. So richtig einen über die 12 Keulen.
So viel dazu. Wie war denn das noch? Da gab es noch so einen tollen... Ja, den Sprung. Den Sprungangriff. Der ist auch ganz nice, glaube ich. Komm her, du Kackbratze. Hören Sie bitte auf! Die Keule ist es. Gerd, grüß dich, hi. Die Keule ist es halt doch. Ich weiß schon, warum ich dick am Keulen bin, ey. I will not suffer. Okay, er legt nochmal einen Zahn zu. Huhu, das hatte ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Shit. Aua. Ah, was passiert hier? Eine große Schlange. Oh, den kann ich, da kann ich drüber hüpfen. Lightless creature, embrace thy alien, as shall I. Schade. Das war doch super. Zweite Phase. Mann. So, komm her, du. Saftsack. Keine Ahnung. Ach, was weiß ich. Aua. Ach, wie weit die Reichweite von diesem Feuerzeug ist. Ich sehe halt auch nicht so richtig, wie man da durchkommt, weil ich sehe nicht, wie weit das von mir weg ist und weiß dann nicht genau, wann ich unten durchroll unter diesem Flammengedönse. Leute, wie geht's euch eigentlich allen? Ich glaube, ich habe teilweise schon gefragt. Schön, dass ihr am Start seid. Zu gierig. Alles gut, sehr schön. Gerhard, wo hast du deinen Arbeitskollegen gelassen? Den Hans. So war das doch, oder? In the embrace of Mesmer's flame.
Jetzt habe ich rumgetrollt. Habe ich Quatsch gemacht. Liegt der heute Abend noch? Der Mesmer. Vielleicht kommt er noch. Zu spät. Ich weiß nicht, wie weit diese Flammen gehen. Hilfe, lass mich! Oh nein, oh mein Gott. Mist. Den schaffst du doch sicher. Ja. Irgendwann schaffe ich ihn. So ein kleiner Hüpfer. Oh, das hat ihm nicht gepasst, dass ich ihm da so oft getroffen habe. Da wollte er gerade. Da habe ich nicht gecheckt, dass dieser Speerdinger aus dem Boden kommt. Aber mit der Keule geht's schon klar. Ich weiß gar nicht, warum ich das andere Schwert probiert habe, ehrlich gesagt. Oh. Ist nicht so hart. Also den Tanz der ersten Phase, den sehe ich eigentlich jetzt ganz gut. Ich muss nur nah genug an ihn rankommen. Dann sollte der Tanz ganz, ganz gut funktionieren. Und nicht zu viel Angst haben und Panik kriegen. Panik ist immer das... Ja, oder zu spät drücken halt, ne? Ja, dass er da ein bisschen zurückgeht, ist halt ärgerlich, weil eigentlich, vor allem wenn ich getroffen wurde davor durch seinen Nahkampfdinger und ich drücke immer noch nach rechts weg, ich muss nach links wegdrücken, ich muss nach links an ihm vorbei. Links ist meistens die bessere Wahl, rechts geht schon auch manchmal, aber da links öfter besser ist, Mist.
wusste, was kommt. Ich war darauf vorbereitet. Das Timing hat nur nicht ganz gepasst. Nein, ach Mist. Oh fuck. Ah, wenn der so selten kommt, der Griff, dann bin ich halt auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Schon wieder darauf vorbereitet gewesen. Oh, wie schnell er da manchmal kommt. Mann. Zu gierig, fünfmal zu gierig gewesen. Anstatt auszuweichen, ach komm, ich hau noch mal zu. Das ist aber meistens mein Untergang. Wenn ich das unter Kontrolle hätte, wäre er vielleicht schon tot. Mist. Zu früh. Und dann bin ich aus dem Timing. Bla. Ey, Hemd of Blood. Alter, danke für den Follow. Dankeschön. Hi, grüß dich. Dachte ich, ach, okay, cool. Mist. Ich wollte so dringend in die zweite Phase, dass ich alles ignoriert habe gerade. Ich bin schon wieder gierig geworden. Ich hasse diesen Feuerangriff.
Das ist der aller mieseste Angriff von all diesen Angriffen, die er machen kann. Ist dieser komische Feuerangriff, bei dem man nicht erkennen kann, wie nah die Flammen sind oder was da passiert so mit den Flammen. Das. Das ist der nervigste. Ist gerade aufgefallen, dass ich mich heile. Mit Blutungsschaden, glaube ich. Weil ich die irgend so ein Amulett, glaube ich, trage. Das ist das Amulett von dem. Von einem der Brüder. Die Keule, ja, aber wegen die Keule, aber wegen dem, oder? Ich dachte wegen irgend so einem Amulett, ist das nicht? Nee, tatsächlich, nee, das ist dann die Keule allein. Wie auch immer. Woher auch immer dieser Effekt kommt. Aber ja, die Keule. Ups. Ups. Warum auch immer jetzt gerade die das nicht getriggert hat. Viel Keulen ist gut für die Gesundheit. Absolut. Gier, die Gier nach Damage. In the embrace of Mesmer's flame. Wie oft renne ich jetzt noch in ihn rein, bevor ich es aufgebe? Das ist ein ekliger Angriff. Den muss ich noch unter Kontrolle kriegen. Dem bin ich ja auch schon teilweise ausgewichen. Aber fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Das war mehr RNG als alles andere. Viel zu früh. Gier schon wieder. Ich stelle mich aber auch echt an wie so ein Depp. Warte mal. Wie aktiviere ich denn nochmal diese Seelenring-Dinger? Die gibt's doch auch noch. Mein Gott.
Ich benutze hier diese Dinger. Oh Mann! Erhöht das den Schadensoutput ein bisschen? Vielleicht? Minimal? Wenn ich das benutze, wird mir auf jeden Fall so ein Schwert angezeigt. Ja, würde ich jetzt mal vermuten. Plus 5 auf alle Werte. Ah, okay, also auf jeden Fall auch Schadensoutput erhöht. Und ich, auf die Waffe kann ich Eis draufpacken. Ja, komm. Wir probieren es mal. Und schauen mal, was passiert. Alter! Uncool! Mist! In the embrace of Mesmer's flame. Ach, das lohnt sich halt alles nicht. Große Rune wechseln. Was gibt's denn da überhaupt? Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Was können die denn so? Regeneriert Lebenspunkte bei Besiegen von Gegnern. Nope. Erhöht maximale Lebenspunkte, Fokuspunkte und Ausdauer. Ja. Maximale Lebenspunkte deutlich, ja? Gewährt Phantomen einen Blutsegen. Nope. Regeneriert Lebenspunkte durch Angriffe nach erlittenem Schaden. Wett? Nach erlittenem Schaden? Also wenn ich Schaden bekommen habe und dann einen Damage mache, ja, dann nehmen wir halt mal die. Oh, ja. So einen langen Balken habt ihr auch noch lange nicht gesehen, ne? Auch schon lange nicht gesehen. So einen langen Balken hättet ihr auch gerne. Ach, diese Rumschleuderei. Bisschen zu spät. No. Alles gut.
Au! Nein! Oh. Verflucht seist du mit deinem Grebbel. Oh, okay. Schlange. Hören Sie bitte auf. Nein. Nach Mann! Nicht einen Hit in der zweiten Phase machen können. Dann sind diese komischen Flammenbobbles, die er da in meine Richtung pimmelt, die ich nicht erkennen kann, killen mich dann. Es ist nur diese eine Attacke, die echt am allernervigsten ist. Bisschen zu spät. Ach Junge. Deine Wirbelei ist dann auch mal langsam wieder gut, ey. Stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Wait. Der wundersame Arznei, was machten die nochmal? Hält einen Hit auf, glaube ich, ne? Habe ich aktuell drin. Gut, so viel dazu. Okay. In the embrace of Mesmer's flame. Ich glaube, die lohnt sich erst in der zweiten Phase. Wobei, ja, weiß ich nicht, müsste ich halt mal... Stelle ich in das... Das mache ich auch hier irgendwo, Arzneimischung. Nee, erleichtert es Angriffen, die Haltung des Gegners zu brechen, verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Nee, komm, das ist gut so. Das passt schon. Nein. Ah. Doch, das ist gut. Die Flask ganz vergessen, dass es die ja auch noch gibt. So, wenn ich jetzt alles benutze. Das benutze. Goldener Schwur auf der Keule. Zack. Keine Ahnung, was das tut. Reingehen. Das Saufen. Jetzt bin ich unbesiegbar.
Schlange mit großen Explosionen. Jawohl, und saufen. Und hüpf. Ah, schade. Ich dachte, vielleicht kann man den... Nein! Lightless creature, embrace thine oblivion, how shall I? Mist. Oh, die Schlange ist nervig. Die Schlange ist ziemlich nervig. So, was haben wir hier alles gemacht? Also jetzt, das benutzen. Dann einmal rasten, dass ich volles Leben habe oder so. Dann irgendein Schwur, wo ich auch keine Ahnung habe, was der tut. Dann das noch saufen. Mist. 30 Sekunden Buff, 10 Sekunden Bossfight. Mehr Angriff und Verteidigung. Ja, okay. 10% mehr Damage und bekommst 10% weniger. Nice. Gut. Also. Diese Dinger nie benutzt eigentlich. Gell? Schlepp die ganze Zeit mit mir rum. Und das ist ja wirklich ein heftiger Buff. Also da muss man wirklich mal sagen, das ist wirklich viel mehr Leben, das ich jetzt habe. Mann, du Ratte. Oh, fuck. Da kommt ja nichts Übleres mehr. Ja, das ist nur zum Üben. Das ist zum Reinkommen jetzt. Hau ich die Consumables weg. Ich zeige euch jetzt, dass ich die eigentlich gar nicht brauche. Und den kann ich ja immer wieder benutzen. Ah, nee. Der Griff. Siehst du, brauche ich nicht. Ich besiege ihn auch so. Mann!
Jetzt habe ich aber gerade wesentlich weniger Schaden gemacht, gefühlt. Aber das war, glaube ich, nur ein Gefühl. Also das... Mist. Ich wollte gerade ausweichen. Ich war eigentlich gefühlt vom Timing richtig, aber aus irgendeinem Grund wollte er mich nicht machen lassen. Aua. Man sieht halt aber auch nicht, was hier passiert, ne? Es ist einfach ein bisschen assi, dass dann auch der Bildschirm mit schwarzer Grütze ausgefüllt wird. Damit man bloß... Hauptsache, man erkennt nichts. Mist. Ach, diese Reichweite von seinem Kackspeer, das ist auch... Ah, Mann, es sind diese Kleinigkeiten, die mich jetzt nerven. Die ich nicht im Griff habe. Mann! Ach so, ich wollte ja saufen. Ja, warte, lass mich mal kurz saufen, bitte. Und lass mich mal kurz das machen. So, jetzt können wir zwei. Warum macht er das manchmal viermal, manchmal dreimal, manchmal zweimal? Es ist nervig, dass er das, dass das so eine zufällige Anzahl hat. Aber das, dadurch wird das halt auch spannend. Das ist die andere Seite, ne? Da muss man immer... Moment. Also erstmal den... Ach, komm. Den Griff gleich als zweites. Ärgerlich, ärgerlich.
embrace of Gol Shadow, death. In the embrace of Mesmer's flame. Leute, anderthalb Stunden. Bald renne ich anderthalb Stunden in den Kumpel hier rein. Weil ich einen halben Meter zu weit weg war. Mist! Ich hätte nur einen halben Meter. Ich habe 3-4 Schläge daneben gesammelt, weil ich. Oh, Wusa. Alles gut. In the embrace of Mesmer's flame. Jetzt fängt mich an, der Spruch zu nerven, ne? Es ist. So Mäuse melken. Und dann bin ich natürlich auch. Na, das war jetzt dumm. Eigentlich kann ich direkt neu starten. Mist. Das Schlimme ist, dass ich weiß, dass ich ihn töten kann.
Weiß ich nicht. Ob das ist immer so seltsam. Die Timings manchmal. Die Timings sind manchmal so komisch. Hier auch wieder. Eigentlich, ich drücke ja nicht in einem anderen Timing als sonst. Anscheinend schon, aber... Für mich fühlt es sich nicht nach einem anderen Timing an und irgendwie ist es aber doch ein anderes Timing. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich ihn überhaupt killen soll. Ich habe immer noch nicht verstanden. Wir sind doch hier nur investigativ, dachte ich. Alle haben mir gesagt, wir sind hier nur zum Schauen und Gucken. Und dass Mesmer eigentlich ein guter ist. Ich weiß nicht, warum ich hier getötet werden muss. Warum ich ihn killen muss. Kann ich ihn auch einfach am Leben lassen? So, sorry, dass ich in dein Schlafzimmer geguckt habe. War gar keine Absicht. Ich habe mich nur umgeguckt. Mir wurde gesagt, ich soll mich umschauen. Sogar frühzeitig gedrückt. Diesmal. Er wirft mich freundlich zur Tür raus. Freundlich? Ja, in so einer Welt könnte man das vielleicht freundlich nennen. Stimmt schon. In so einer Welt ist das wahrscheinlich freundlich. Ja. Probier's jetzt nochmal. Wenn ich nicht in diesen Rhythmus reinkomme, ne, dann ist vorbei. Dann ist es vorbei. Ich sage ja auch nicht, also natürlich ist er im Recht. Absolut. Aber ich weiß nicht, warum dieses Spiel, ja, egal, ist halt ein Boss. Killt man halt. Bei den anderen habe ich es wenigstens noch halbwegs verstanden. Also die in der anderen Welt. Die haben alle an eine große Hand geglaubt oder so ein Quatsch. Keine Ahnung, das waren alles seltsame Typen. Und ich wollte ja König werden. Aber was mache ich hier? Ich will hier ja nicht König werden. Sein Haustier gekillt. Oh. Ja gut, okay. Warum tue ich das? Warum bin ich hier? Warum? Also das geht mir halt nicht so ganz runter. Das ganze DLC über laufe ich rum und töte irgendwelche Leute in irgendeiner fremden Umgebung, die eigentlich ihr eigenes Ding durchziehen wollen.
Und keiner sagt mir warum. Alle, die sich dieses YouTube-Video angetan haben und bis zu diesem Punkt immer noch dabei sind, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr euch das antut. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.